Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Wetter für Bayern. Im Laufe des Abends wird es zwischen Oberbayern und dem bayerischen Wald noch einige kräftige Schauer und Gewitter geben. In der zweiten Nachthälfte sollten die dann langsam nachlassen. Und bis zum Morgen sollte es dann auch hier trocken bleiben, wie schon auch im anderen im übrigen Land. In den Morgenstunden sollten sie dann meistens trockenen Fußes durchkommen allerdings im frankenland da werden schon einige wolken aufziehen und das ist dann auch tatsächlich der grund dass der neue schauer und gewitter folgen im laufe des vormittags von westen her die breiten sich aus ab den mittagsstunden immer mehr blitz und donner und je geringer die zeit wird zwischen blitz und donner umso schneller sollten sie schutz suchen denn es können wieder unwetter werden mit starkregen mit hagel und mit teilweise kräftigen sturmböen und der wind ist dann sowieso insgesamt deutlich am auffrischen im laufe des tages er dreht von südwest auf west und ist teilweise im mittelmäßig bis stark. Und das ist schon etwas. Schauen wir auf die Oberpfalz. Da wird es erst im Norden langsam anfangen, am Vormittag mit Schauern und Gewittern, mit Blitz und Donner. Im Laufe des Tages weitet sich das auch Richtung Süden aus. Kein Wunder, die 30 Grad haben wieder genug Energie, dass auch dort Unwetter entstehen, also auch dort Obacht. Tja, und in Oberbayern, nein, wir kommen erstmal zum Wind, der weht auch dort aus westlichen Richtungen, besonders in den nördlichen Landesteilen kann der auch mal etwas kräftiger und ruppiger wehen. Jetzt kommen wir auf Oberbayern zu sprechen, da wird es dann am Sonntag wahrscheinlich noch am längsten recht schön sein, dann zünden die Gewitter auch hier Richtung Alpenrand zwischen Rosenheim und Garmisch-Partenkirchen im Laufe des Tages, kann sich das Ganze weiter Richtung Norden ausbreiten, so sollte es dann am Abend auch in München und überhaupt im ganzen Land Oberbayern wirklich schauern und gewittern. Auch dort sind Unwetter möglich. Das Ganze auch bei westlichem Wind, der immer frischer weht. Auch dort in Schauer- und Gewitternähe Sturmböden. Jetzt schauen wir uns jetzt den Montag an. Der wird ein bisschen ruhiger bei 29 Grad. Am Dienstag richtig viel Sonnenschein. Es wird heiß und die Hitze entlädt sich am Mittwoch in neuen Schauern und Gewittern.